Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Schöner Tag, gutes Wetter. Auf dem Weg zum alten Nordfriedhof. Da ist vorne auch ein 5er Raid, Latios, an einer X-Raid Arena. Läuft noch 20 Minuten, Treffpunkt 2045, was wir schon verpasst haben, aber ich denke, da müssen genug Leute zusammenkommen, dass wir den auch noch mitmachen können. Also auf geht's. Bitte. Alles klar, Mann. Passt schon. So. Ich wollte gerade sagen, rechtzeitig zum Latios Raid, aber da ist kein Mensch mehr in der Lobby. Alleine, starten wir neu. Hallo? Okay. Ich bin hier an der Arena mit dem Honkrad. Auf einer Straße gemacht. Seid ihr in der Innenseite? Habt ihr noch nicht angefangen, oder? Alles klar, eine gelbe Gruppe. Bin gerade gekommen, keine Ahnung. Ja. Noch weiter, oder? Ich bin komplett drin. Da waren die den Rätsel gemacht? Nee, machen. Schau mal. So. Ah ja, da sind die Leute gegen einfach. Geh mal rein, Jungs! Obwohl, da sind nur gelbe. Geht's nicht rein, das sind meine gelben Leute hier. Sucht euch eine eigene Gruppe. Geh mal rein. Mach mal privat, oder? Ey, geh du mit deinen gelben Freunden rein. Geil, geil. Einfach irgendjemand gelb? Einfach rein. Ja, bei dir haben da drüben. Mach mal privat, oder was? Nee. Einmal öffentlich rein, haben wir auch. Kann ich bei euch nochmal rein? Ja, das ist einfach öffentlich. Ah, okay. Da sind auch die meisten gelben. Okay. Die kann ich irgendwo abstellen. Unwahrscheinlich, oder? Nee, sieht nicht so aus. Also, wir sehen uns nach dem Raid wieder. Ich glaube, ihr könnt das nicht so gut erkennen. Ich kann nicht so nah ranzoomen. Das ist einfach so ein Faden, der den am Baum runterhängt. Und da sind einfach so ja, Würmer, Maden, keine Ahnung, die da hoch. Krabbeln. Sieht richtig eklig aus. So, 11 Uhr. See, der beginnt. Und mein GoPlus funktioniert nicht, aber egal. Die Spawns ändern sich, dann kann ich wahrscheinlich eh wieder nichts anklicken. Da. Oder? Ah, diesmal schon. Weil normalerweise muss ich dann, nachdem sich die Spawns ändern, mein Spiel neu starten. Auf jeden Fall erstes Grünmann, dann nicht shiny. Und grüner Kreis. Ups. So, Moment. So. Los geht's. Die Kunde kannst du am Montag erst sagen. Lass mal hier. Die Lage checken. Okay. Das erste Glumanda des Tages. Wir starten mit 229 Bombox. Ja, 230, den verstecke ich direkt. So. Erstes shiny Glumanda nach 25 Minuten. Ich habe mir jetzt nicht so viele gefangen, viele angeklickt. So. Ich habe echt zu hart gechillt, wir müssen mehr Staub machen, Leute. 81 WP, das klingt schon mal nicht so gut. Checken wir gleich mal die IV. Bester Satz wäre nice, mit 15 Angriff. So. Und natürlich ein paar von den Quests erfüllt. Ich fange so und so viele Glumanda. Really strong. Okay. Ja. Könnte schlimmer sein fürs erste und vielleicht einzige. Schauen wir mal. So, Update nach einer Stunde. Ein Shiny gefangen. Staubtechnisch 30.000 ungefähr gemacht. Ich habe nicht so viel gefangen. Ich habe ein paar Sachen auf Instagram gepostet und so. Auf jeden Fall. Hier gab es ganz kurz gemunkelt zwecks einem 100er. Ich habe euch ja die Liste gegeben mit den möglichen IV und WP. Auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt gedacht, alle waren so ruhig, alle haben so gewartet. Was ist, wenn ich einfach so 100 IV schreie? Hunderte. Wie viele Leute würden jetzt hier angerannt kommen? Vielleicht mache ich das in der nächsten Stunde. Wäre schon witzig. So, Nummer 2. 40 Minuten später. Bisschen mehr WP? Auch richtig. So.
doch nicht schlimm. Und? IV-Check? Schlecht. Leider. Aber wird trotzdem entwickelt. Wie sieht eigentlich Shiny Glutexo aus? Ich weiß, Shiny Glurak sieht geil aus schwarz, aber Glutexo? Werden wir gleich sehen. So, Shiny Nummer 3, Familie fertig. Also falls ich ihn erstmal fange. Leider wieder ziemlich low. So. 33 ist eine gute Zahl. Könnte. Und? IV-Check. Das ist das Spannende immer. Der IV-Check. Und? Oh? Das ist mein Papa auch immer drüber backen. Okay. So, Update nach Stunde 2. Hier ist mein vierter. Es wurde gemunkelt, dass er irgendwo ein 96er war. Habt auf den geklickt, hab Shiny gesehen, aber leider ist es nicht der, der angeblich 96 hat. Aber schauen wir mal, wie viel er wieder hat, wenn das Spiel hier nicht mehr so hängen würde. Ah ja, hängt schon den ganzen Tag. So. Okay. Abnormal, wie das hängt. So. So, eine Minute später. Endlich gefangen. Alter. Jetzt, komm. Richtig leidend, wie ihr sehen könnt. Muss danach mal mein Handy wieder neu starten. So. Und schlechtester Satz. Dafür haben wir jetzt eine Minute gewartet. Ansonsten geht nicht viel. Ein paar Bonbons gemacht, ein paar Glumandas gefangen, ein bisschen Staub gemacht. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Hier sind eine Menge Raids gewesen. Hab überlegt hinzugehen, aber Raids können warten. So, mein fünfter Shiny, die Familie und drei Kinder, so wie bei Tati, die Gönlinge. Schauen wir mal, wie gut der ist. Und danach, ich glaube, das ist sogar mein bester von den WP her. Danach müssen wir noch einen entwickeln, damit wir die Attacke bekommen. Ihr wisst, innerhalb der 3 Stunden muss man den entwickeln für lowe Kanonade. Gib mir einfach besten Satz und 15 Angriff und ich bin zufrieden. Gib mir 2 besten Satz und 15 Angriff und ich bin zufrieden. Schlechtester Satz und 15, nicht 15 Angriff, aber der Satz mit Angriff. Warte mal. So, ich check mal meine Glumanda. Tatsächlich, das ist der Beste. Der wird jetzt entwickelt. Und los geht's. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Shiny Glumanda ist. So, jetzt erstmal Shiny Glutexo. Bisschen heller halt. Hellhäutiger. So, da kenne ich auch so ein paar Hellhäutige. Aber erstmal Shiny Glurak. Endlich. Sieht aus wie du, gell? Shiny Glurak sieht aus wie ich. Boah. Alter, sieht der krass aus. Der ist zu heftig. 1000 WP oder was? Leider keinen guten erwischt, auch wenn er zu krass ist. Ich hätte da echt gerne einen guten bekommen. Schade. So, 2 Minuten vor dem Schluss noch ein Shiny. Es hängt wieder ein bisschen. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? Alter. So.
Das letzte. Wen kartust du da? Ein Typ, der noch nie eine Kamera gesehen hat. 2018 und noch nie eine Kamera gesehen. Wahnsinn. So. Leider schlechter IV. Schade, schade. Das war die letzte Chance. So, Event zu Ende. Wir haben hier noch ein 5er. Und. Oh, Mugby. Aber nicht shiny leider. ID-Check. Auch richtig schlechter IV. Naja, das war's. Ausbeute sehen wir uns später an. Beziehungsweise habe ich auf Instagram gepostet auch noch. Falls mir wer da folgt, hat das schon gesehen. So, paar abschließende Worte. Ich habe 6 Shinies gefangen. 6 Shiny Glumanda. Leider IV-technisch nichts Gutes dabei. Und leider auch WP-technisch nichts Gutes dabei. Weil hätte es einfach schlechter IV, aber irgendwie hohe WP gab. Keine Ahnung, irgendwie 600 irgendwas. Hätte ich den einfach entwickelt und dann zum Kämpfen oder so verwendet. So habe ich einfach so ein 1020 Black Shiny Gluga. Sieht zwar geil aus, aber Verwendung habe ich dafür leider nicht. Ein 93er IV technisch das Beste, was ich gefangen habe. Da war auch irgendwo ein 98er, aber habe ich verpasst. 93er 15 Angriff, aber wie ihr sehen könnt auch ziemlich low. 1142. Der hatte, also das Glumanda hatte glaube ich 300 irgendwas, 351. Also auch mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen. Sprich, Glugak technisch habe ich da jetzt keinen guten am Start. Ich habe halt meinen normalen 100er Glugak, der aber halt nicht lowe Kanonade kann, den ich schon auf Max gepusht habe. Magby gebrütet, leider nicht shiny. Latios Raid am Anfang mitgenommen, gefangen. Horror Raid noch nicht, aber ich bin morgen auf Tour. Die Jungs haben mich überredet. Das heißt, ich bin morgen auf Tour. Latios und Horror. Latios auf jeden Fall, brauche ich noch die Bonbons. Horror. Mein Bestes ist 93, 15 Angriff. Vielleicht kann ich mich noch verbessern. Vielleicht kriege ich noch einen Shiny. Wir werden es morgen sehen. Aber das war's von mir und vom C-Day. Shiny Glugak, richtig saftig. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie viele Shiny habt ihr gefangen? Wie gut ist euer Bestes? Habt ihr Ho-Oh schon gefangen? Und wie fandet ihr den C-Day? Ah ja, Staub habe ich um die 100.000 gemacht. Hätte mehr sein können, aber ich war unterwegs. Ein paar Fotos machen, Instagram, dies, das. Videos und so, ihr wisst Bescheid. Deswegen folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die anderen Shops ab, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist just Business.